Hallo ihr Lieben, zum Anfang des Videos ganz kurz off topic. Vielen Dank an meine Patreon-Unterstützer. Für euch gibt es diesen Monat das erste Dankeschön im Sinne eines Rezeptes, wie ich es euch angekündigt habe. Das wird es. Was genau, zeige ich euch bald noch in einem Video. In jedem Fall möchte ich Danke sagen und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über PayPal oder über Patreon tun. Die Links habe ich hier unten drunter. Und ja, es wird jeden Monat ein Rezept wie dieses hier geben. Das ist jetzt das allererste. Und jetzt viel Spaß bei dem Video, ihr Lieben. Tada! Da ist es endlich, das Zimtsterneis von Balsen. Oh mein Gott, ich habe wirklich richtig lange drauf gewartet. Und einige von euch haben gleich unter meinem Instagram-Post dazu kommentiert, dass sie es schon ganz vergessen hatten. Liebe Grüße. Ich habe es nicht vergessen. In jedem Edeka und Kaufland, weil das sind eigentlich so die, die Balseneis verkaufen, habe ich immer geguckt. Und jetzt ganz spontan, wo ich nur so... Also, ich habe gar nicht nach Eis geguckt dieses Mal. Ich habe mir einen Tiefkühlblumenkohl gekauft, diesen vorgeraspelten da. Und dann habe ich das gefunden und oder so aus dem Augenwinkel gesehen, war so, was, da ist es. Und oh mein Gott, das war wirklich auch das Einzige. Also die ganzen anderen drei Sorten hatten sie gar nicht. Die beiden Messinos oder das Messino, das Erdbeer irgendwas und das, was gibt es noch? Haselnuss. Irgendwas mit Haselnuss. Die habe ich übrigens mit dem Junkfood-Guru, mit dem Daniel getestet. Die Videos verlinke ich euch unten drunter. Aber das hier ist natürlich jetzt... Also, es ist eine Weihnachtsedition. Ich liebe alles, was irgendeine Art von Weihnachtskeks ist. Und ich war lange nicht mehr so aufgeregt auf ein Eis hier in Deutschland. Also schon ein paar Monate nicht mehr, wie auf das hier. Eine Downside oder eine... Wie sagt man im Deutschen? Ich bin schon so im Denglischen. Es wird bestimmt bald wieder schlimmer, weil ich in einer Woche nicht mal in die USA wieder fliege. Eine negative Seite davon ist halt, dass es wirklich ein bisschen luftiger ist. Das seht ihr daran, dass das Ganze 314 Gramm auf 500 Milliliter wiegt. Zum Vergleich, so ein Ben Jerry's wiegt meistens so um die 400 bis 450, je nach Sorte. Das bedeutet, hier ist mehr Luft drunter. Das heißt, ihr zahlt... Also ihr bekommt weniger für euer Geld auf so einen Becher, aber das Ding ist auch echt günstiger. Es kostet 3,49 € jetzt bei Edeka. Gibt es bestimmt auch bald irgendwann im Angebot. Und Ben Jerry's kostet halt meistens so um die 6 €, ne? Wenn, oder die veganen sogar 8 €. Das Eis wird es tatsächlich nur noch 2, 3 Wochen geben. Im neuen Jahr wird es dann wahrscheinlich schon wieder rar werden. Das heißt, wenn ihr es probieren wollt, dann geht jetzt auf die Suche und holt es euch. Aber jetzt gucken wir mal, was es überhaupt ist. Es ist nämlich Zimtsterneis und ich habe es erstmal ganz kurz, bevor wir schauen, was es ist, mit Cinnamon Buns verglichen, weil ich so traurig bin, dass Ben Jerry's Cinnamon Buns rausgenommen hat hier und generell in Europa, soweit ich weiß, in ganz Europa. Und ja, ich weiß, auf manchen Ben Jerry's Website ist es noch gelistet, aber das bedeutet nichts, sie haben es einfach nicht aktualisiert. Und dann war ich so, yay, immerhin bringt Balsen jetzt irgendwas mit Zimt raus, auch wenn es luftigeres Eis ist und auch wenn wahrscheinlich nicht solche Mix-Ins drin sind. Aber das schauen wir uns jetzt gleich alles an. Aber wenn man hier mal hinguckt, dann sieht man, dass das zwar mit Zimt ist, aber es ist ein Haselnuss und eine Vanille-Eiscreme. Also nicht eine Karamelleiscreme mit einer Zimtsoße und Zimt-Schneckenteigstückchen wie Cinnamon Buns. Übrigens, ganz kurz noch zu Cinnamon Buns, Lidl in Polen und auch anderen Ländern in Europa hat schon ein Cinnamon Buns Fake rausgebracht und ich hoffe ganz stark, dass die hier noch nachziehen bald. Also drückt mal die Daumen und schreibt gerne auch alle den Lidl Customer Service an, dass die das auch hier rausbringen, weil wenn Ben Jerry's schon nicht schafft, bisher waren die ja die ganzen Fakes von Lidl und auch von Aldi echt immer super, gerade die Speculoos und What a Lotta Fakes. Also unterstützt die Cinnamon Buns Fenster. Aber jetzt das hier. Wie gesagt, es ist eben eine Haselnuss und eine Vanille-Eiscreme. Das finde ich sehr spannend. Ich meine, Haselnuss ist ja die Nuss der Europäer, habe ich das Gefühl. Und das mit Zimt kombiniert. Also ich glaube, Zimtsterne sind doch normalerweise mit Mandeln gemacht, oder? Also ich habe die zumindest mit Mandeln gemacht. Vielleicht ist ja falsch gemacht. Und Keksen. Jetzt gucken wir mal auf die genaue Zusammensetzung. Ihr wisst, ich will immer viele Mix-Ins. Und das... Okay. Also es ist anscheinend keine Zimtsoße, sondern es ist eine Bourbon-Vanille-Eiscreme mit Zimt. Verstrudelt? Hä? Eine Bourbon-Vanille-Eiscreme mit Zimt verstrudelt und eine Haselnuss-Eiscreme und 9% Keksen mit Zimt. Okay, also anscheinend ist die Vanille-Eiscreme, die hat so eine Art Zimtstrudel drin. Dann ist es eine pure Haselnuss-Eiscreme und dann haben wir noch 9% Zimtkekse, was auch immer Zimtkekse sind. Wahrscheinlich soll das so eine Art Zimtstern sein, sonst würde die Sorte ja nicht so heißen. Ich hoffe, dass es so ansatzweise so schmeckt. Die Zutaten sind als erstes entrahmte Milch. Das heißt, die Nährwerte auf 100 Gramm müssten niedriger als 300 Kalorien sein. Das schauen wir uns gleich an. Danach kommt die Schlagsahne. Bei Ben Jerry's und Häagen-Dazs zum Beispiel und bei den ganzen Fakes davon auch ist immer Schlagsahne die erste Zutat. Dann kommt Zucker, dann Glucose-Fructose-Sirup, was auch Zucker ist. Ein Molkenerzeugnis, also nochmal
wahrscheinlich irgendein Trockenmilchpulver oder so. Und dann schon irgendwie Weizenmehl. Das wird alles, denke ich mal, aus dem Zimtkeksen kommen. Wir haben nur 1% Haselnussmark. Das ist natürlich richtig wenig. Und alles, was dahinter kommt, ist noch weniger als 1%. Das heißt, auf 314 Gramm sind das weniger als 3, also sind höchstens 3,14 Gramm Haselnuss hier drin. Das ist natürlich richtig wenig, ne? Also, ja. So viel dazu. Und noch weniger Zimt. Bei einer Sorte, die Zimteis heißt. Mal schauen. Es sind auch Aromen drin. Seht ihr da unten? Also mal gucken. Wir werden mal gucken. Die Zutatenliste ist relativ lang. Von der bin ich nicht so begeistert. Könnt ihr gerne euren Senf dazu dalassen hier. Anscheinend gibt es auch in Österreich. Weiß ich nicht. Gibt es auch in Österreich? Hier sind die Nährwerte. Und ja, 236 Kalorien auf 100 Gramm, 12 Gramm Fett, davon 6,8 Gramm gesättigte Fettsäuren, ist gar nicht so viel, 28 Gramm Kohlenhydrate, 22 Gramm davon Zucker und 3,2 Gramm Eiweiß, relativ normal für Milcheis, würde ich sagen. Milcheis hat auch generell mal ein bisschen weniger Fett, natürlich, weil mehr Milch als Sahne drin ist, als so ein Ben Jerry's, so ein amerikanisches Sahneis. Jetzt ziehen wir das Ganze nochmal ab. 314 Gramm, das heißt, es müsste so um die 339 Gramm mit Verpackung wiegen. Und es wiegt 340. Mensch, dann kriegen wir sogar mehr für unser Geld. Sehr cool. Also ich finde das immer toll. Ich weiß nicht, wer das nicht toll finden würde. Schreibt drunter, wenn ihr es nicht toll findet. Und jetzt machen wir es mal auf. Wie gesagt, 349 bei Edeka und soweit ich weiß, soll es auch bei Kaufland geben. Übrigens, die Löffel könnt ihr noch kaufen, ne? Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal auf meinem Blog vorbei. Und es sieht auf jeden Fall aus wie Zimt. Also man sieht... Ihr müsst wissen, Zimteis war früher mit eins meiner Lieblingseissorten. Und es gab es sehr, sehr, sehr selten, zumindest in der Eisdiele bei uns. Und wenn es gab, dann war ich immer so, wow, ich will Zimteis. Das sieht nicht krass, also nicht so krass dunkel aus wie damals das Zimteis, aber es sieht schon ganz gut aus. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt. Mögt ihr Zimteis? Also ich denke, Haselnuss und Vanilleeis wird man nicht so richtig, Vanille-Zimteis wird man nicht richtig auseinanderschmecken können. Das sieht alles gleich aus irgendwie. Ich vermute, das ist irgendwie der Zimtstrudel. Es wird einfach wie ein Haselnuss-Vanille-Zimteis schmecken. Und da kommt gleich ein Keksstückchen. Und oh mein Gott, ist es im Ernst? Schaut mal, das hat eine Keks, also eine Sternform, meine ich. Also wenn das wie Mini-Zimtsterne sind, da bin ich mega begeistert. Ist auf jeden Fall luftig. Das seht ihr immer daran, dass es so ein bisschen poriger ist, das Eis. Zwei Dinge. Einerseits, ich hatte gerade sofort schon einen Stern. Mega niedlich, zeige ich euch gleich. Das Eis selbst schmeckt sehr sahnig, sehr luftig tatsächlich, was ich immer eher negativ finde tatsächlich. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr eher so Typ Cremissimo seid oder Typ Ben Jerry's. Ich schmecke Zimt, aber wirklich sehr dezent. Also wenn ihr Angst vor Zimtgeschmack habt oder vor zu starkem habt, das schmeckt nicht doll nach Zimt, nur so ein Hauch. Ich schmecke minimal auch Haselnuss und minimal Vanille, aber von allem ziemlich wenig bisher. Und das hier ist dieser Stern und ist der nicht verdammt niedlich? Schaut mal. Das ist ein richtiger Stern. Sorry, ich freue mich gerade so. Ich finde es einfach nur richtig niedlich. Crazy, oder? Ich probiere ihn jetzt mal. Ich glaube, er wird nicht crunchy. Ich habe noch nicht viel geschmeckt. Er hat auf jeden Fall so ein bisschen zuckrige Konsistenz, aber halt nicht crunchy. Ich probiere jetzt nochmal. Schmeckt tatsächlich eigentlich fast eher wie Spekulatius, finde ich persönlich. Aber es ist sehr schwer, das irgendwie rauszuschmecken, weil sie doch sehr klein sind. Aber süß zum Rausbuddeln in jedem Fall. Aber sehr spannend. Da kommt, also es scheinen echt viele drin zu sein, ne? Da kommt gleich noch einer, da ist einer, da ist einer. Ich würde jetzt nochmal diese leicht marmorierte Eiscreme hier probieren. Wahrscheinlich bei den Videos von anderen. Ich gehe sehr ins Detail, ich möchte, dass ihr die Eiscreme seht, um dann zu entscheiden, ob ihr sie kaufen möchtet oder nicht. Deswegen zeige ich euch immer so sehr den Becher, auch nicht so sehr mich, wenn es ums Eis geht zumindest. Doch, ich finde den Geschmack der Basis richtig gut. Wenn die jetzt so total dick wäre noch, wie so ein Ben Jerry's, also so dicht, dann wäre es noch krasser. Es schmeckt echt ganz leicht nach Zimtstern und das Haselnuss und das Zimt passt super gut zusammen. Es ist ein sehr dezenter Zimtgeschmack. Also so dezent, dass ich mir fast noch mehr drauf streuen würde, aber es hat so was ganz Eigenes, diese Kombination. Deswegen möchte ich das nicht versauen, werde das noch nicht tun. Ja, es hat echt was ganz Besonderes Eigenes und es erinnert an Zimtsterne. Und diese kleinen Sternchen, die sind halt wirklich überall. Ich filme euch gleich nochmal rein, aber die sind so niedlich. Schade, dass die nicht crunchy sind. Also die könnten so ein bisschen knautschiger sein, wie richtige Zimtsterne. Meiner Meinung nach noch minimal größer, aber sowas habe ich gar nicht erwartet. Das ist so süß. Wow. Also bitte kauft euch das Eis und schreibt drunter, was ihr davon haltet. Gerade im Vergleich zu den anderen Balsen-Eisen. Ich finde das auf jeden Fall am besten, glaube ich. Ja.
Also so eine noch mehr Zimtsoße, richtig, nicht nur so verstrudelt, hätte ich mir, glaube ich, noch gewünscht. Was meint ihr? So, und ist das nicht mega niedlich? Schaut mal, es sind überall diese Sterne. Es sieht so schön aus. Ich bin echt begeistert von diesem Eis. Es hat so einen besonderen Eigengeschmack. Kauft es euch, wenn ihr könnt, ihr Lieben, wirklich. Wow. Nur die Konsistenz. Also zu luftig, aber es ist echt süß. Richtig cooles Konzept. Super umgesetzt, Balsen.